tun. Nein, warum? Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Ja? Das ist nur die katalytische Leute, warum drückt es denn nicht? Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hat ich ihnen je untersteht? Wir haben sie getroffen. Dass ich Schmerzen finden kann. Das ist ihnen ganz gleich, stimmt's? Okay, das ist also quasi so ein... ich habe jetzt wenig gesagt. Du? Was ist das? Hallo. Was ist das? Was ein neugieriger Rückkehr. Was ist das? Haben Sie gehört? Ja, ich sagte, es ist Ihnen gleich. Jetzt, dass wir möglichst schnell... Ah, wir drücken den Knopf. Und wir springen hier rein. Gut. Nein, warum? Geh doch da rein. Nein! Ich hab genug gehört. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Komm, los jetzt. Dann schmeiß ich dich halt da rein, so. Wo gehen wir hin? Oh, riecht es hier angebrannt? Habt ihr gehört? Riecht es hier angebrannt? Auch nicht Sie schlecht. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... Miep. 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Nein. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Warum denn? Warum ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit... Warum leckt es? Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Okay, warum komme ich da jetzt nicht hoch? Apropos neugierig. Sind Sie neugierig, was nach Ihrem Tod passiert? Tja, ich weiß es. Aber Sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben. Alles sind nur noch 2 Minuten. Ich glaube, sie hat aber nur noch einen Kern. Also neben dem. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Okay, komm schon. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Nochmal, komm. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen rein. Okay. Tödlich. Wo ist es? Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer mag den Kuchen? Wir haben noch 2 Minuten. Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Zu lecken, Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie gemacht haben. Und hier auch. Sie sind nicht klug. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nicht mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Gefühlskapazität ist ganz los. Also ich weiß nicht genau, wie das wird. Es wird nur, dass nur noch das, was ich einfach los ist. Okay, Leute. Wenn Sie nicht ich denke mal, ihr seht's. Das war's. Das ist das Ende von Portal. Und wir fliegen. Natürlich, total logisch. Ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt nicht viel geredet habe, aber hat ja die GLaDOS die ganze Zeit gelabert.
Dann musst du hier ein bisschen die Klappe halten. Und ja, ich weiß, es war voll langsam, blöd. Ah, das passt zusammen. Aber wir sind draußen, hey! Jetzt steh einfach auf, schnell, komm. Thank you for assuming the party air current submission position. Nein. Nein. Und wir werden zurück reingezogen. Ja. Ganz kurz die Außenwelt gesehen. Und jetzt fliegen wir umher. Und ich weiß schon, was am Ende kommt. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran. Kuchen? Hä? Und jetzt... Da ist er. Oh Leute, ich hab grad Gänsehaut. Ist cool. Da ist der Kuchen. Und der Begleiter Kubus. Und alle von Glauders Ersatzkern. Ja, und hier kommt noch der geile Endsong. Den lasse ich euch auch noch anhören, weil er echt wirklich gut ist. Oh Gott, auf Deutsch. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do ja gut. Also, ja, Entschuldigung, ich muss jetzt einfach zwischen reinlammern. Es war ein schönes Spiel. Ich habe an manchen Stellen wirklich echt hart nachdenken müssen. Also, am Anfang, beim ersten Mal durchspielen. Mittlerweile ging's ja. Dass jetzt da auf Deutsch steht, tut mir leid. Ist auf Deutsch eingestellt. Ja. Also der Endsong, ich bin mal ganz 5 Sekunden leise, dass ihr es euch anhören könnt. Oh Leute, wieso laggt es? Ja, also, nochmal Entschuldigung, das war jetzt in dem letzten Run, den ich gemacht habe. Ich habe den Sound jetzt einigermaßen perfekt hingekriegt eigentlich. Und ein Stück gerissen. Und jedes Stück nochmal in Feuer gebracht. Ja. Auch schön. Okay, also ich habe jetzt, warum es jetzt geleckt hat, ich kann es nicht sagen. Ich gucke beim nächsten Mal mal. Vielleicht liegt es einfach an irgendwas. Aber gut, also beim nächsten Mal spiele ich dann Portal 2. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Aha, hat sich gereimt. Und den Rest vom Song könnt ihr euch ja noch anhören. Ich bin Faz. Ciao. Maybe Black Mesa.